Sie sind schleimig, salzig und offensichtlich auch schwer zu ernten. Ah, ich sehe nichts. 2 Tage geht's für Galileo-Reporter Harro zum Austernfischen und Verkaufen. Und zwar hier, im Norden von Wales. Denn Großbritannien ist neben Frankreich einer der Haupt-Austernproduzenten in Europa. Hier trifft Harro Austernzüchter Sean. Hi Harro, wie geht's? Freut mich, dich kennenzulernen. Harro trifft Sean und seinen Kollegen Lee bei der Austernernte. Sean ist seit über 20 Jahren Austernzüchter. 200.000 Stück verkauft er jedes Jahr. Klingt nach gutem Verdienst, oder? Das wird sich zeigen. Erstmal muss Harro ran an die Muschel direkt. Erste Aufgabe, die Ernte von gestern sortieren. Was gibt's zu tun? Wir sortieren sie aus. Wir suchen nach allem, was wir verkaufen können und füllen damit die Kisten. 80 bis 100 Gramm wiegt die perfekte Auster. Alle, die kleiner sind, bringen sie später zurück ins Meer. Bevor Harro loslegen kann, bekommt er von Sean aber erstmal die richtige Arbeitskleidung und Anweisungen. Ich denke, wir schaffen 17 bis 20 Säcke pro Stunde. Wenn du die Hälfte davon schaffst, wäre das gut. Okay. In jedem der 77 Säcke sind rund 200 Austern. Im Schnitt wurden sie darin 2 Jahre lang im Meer herangezüchtet. Die guten, die groß genug sind, kommen ins Körbchen. Die kleinen zurück in die Säcke. Leere Muscheln in den Mülleimer. Arbeiten nach Augenmaß im Akkord, denn Zeit ist bei diesem Job bares Geld. Ob Harro das hinkriegt? Ist das eine Auster? Ist die zu klein? Weil sie ist doch dick. Harro fehlt die jahrelange Erfahrung. Er hat erst 2 Säcke in 15 Minuten geschafft. Ich bin jetzt nur noch der Schaufler, aber ich glaube, die haben gemerkt, dass es zu lange dauert, die richtigen Größen rauszufischen. Aber es ist sehr harmonisch. Sie haben mir da nicht viel Zeit gelassen. Das war nicht böse von denen gemeint. Aber es war halt, du musstest schnell sein. Denn wenn Harro nicht schnell genug ist, sind die kleinen Austern tot, bevor sie zurück ins Meer kommen. Bis zu 4.000 der Edelmuscheln ernten Sean und Lee pro Woche und verkaufen sie an Restaurants und Fischhändler im ganzen Land. Dort werden sie als Delikatesse weiterverkauft. Für Sean bestimmt lukrativ, oder? Der Farmer bekommt nie das Geld. So wie es überall ist im Leben. Ja. Wir arbeiten 3 Jahre dafür und bekommen Pennies. Wenn du in ein Restaurant gehst, bekommt man Pfund dafür. Und ich habe gedacht, er verdient sich da ja auch schon so eine goldene Nase dran. Das war offensichtlich nicht so. Etwas über 9 Euro bekommt Sean für ein Dutzend Austern. Zum Vergleich, Restaurants verlangen für die gleiche Menge mehr als das Vierfache. Während Sean und Lee sortieren, füllt Harro die kleinen, noch nicht reifen Austern zurück in die Säcke und verschließt diese mit einem Draht und macht selbst dabei einen Fehler. Das Einzige, wenn du das so machst, dann dehnst du sie und sie brechen. Oh, okay. Erster Fehler. Die Säcke müssen gut verschlossen sein, sonst spült das Meer die Austern einfach heraus. Und die Ernte ist futsch. Jetzt dachte ich, dass es hier so kalt ist und bin richtig dick angezogen. Und jetzt schwitze ich wie Schwein. Austern ernten ist eine eher unluxuriöse Angelegenheit. Um eine Kiste Austern zu gewinnen, müssen die drei zu dieser Jahreszeit bis zu 14 Säcke öffnen. Nach gut 1,5 Stunden sind alle Austern sortiert. Die Unreifen müssen jetzt ganz fix zurück ins Meer. Nur rund um die Ebbe und bei ruhiger See können Sean und sein Team die kleinen Austern zurückbringen und vor allem neue Austern ernten. Und hier wachsen die Luxusmuscheln. Die Menai Strait trennt die walisische Insel Anglesey vom britischen Festland und bietet das ganze Jahr über perfekte Wachstumsbedingungen für Austern. Für die Fischer ist es dagegen nicht immer so gemütlich. Boah, ganz schön windig. Jetzt geht's los hier am Strand. Pass auf, das Seegras kann rutschig sein. Wir nehmen ein paar Säcke und legen sie auf die Gestelle.
Und das möglichst schnell, denn den Dreien bleiben nur noch gut 15 Minuten, bevor die Flut kommt und das Wasser zu hoch steigt. Wir haben hier eine starke Strömung. Bei sehr starken Gezeiten steigt sie um 25 mm pro Minute an. Man kann sehen, wie die Flut ansteigt. Das sind Geschwindigkeiten bis 8, 9 Knoten. Das ist Laufgeschwindigkeit. Wow. Das sind bis zu 16 Kilometer pro Stunde. Haros Aufgabe hier, die Säcke mit Gummibändern auf den Austernbänken befestigen. Gar nicht so leicht. Ah, ich sehe nichts. Das ist echt eine Herausforderung hier. Jetzt verstehe ich, warum das nicht immer funktioniert und man echt Glück haben muss mit der Zeit. Der Wind drückt das Wasser rein. Und man muss hier hinter mir, das sieht man gar nicht, da sind noch mehrere solche Gestelle. An die kommen wir jetzt einfach nicht ran. Doch auch dort, wo Haro rankommt, läuft nicht alles rund. Oh Mist! Das hier ist gerissen. Ist kaputt gegangen, ist gerissen, die Schlaufe. Da war ich kurz hilflos, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Dann sind sie halt, klar, die haben irgendwo dann die Ersatzschlaufen gehabt. Wind, Wellen und Salzwasser. Die Arbeit am Meer ist nicht nur anstrengend, sondern auch gefährlich. Nach rund 20 Minuten müssen die drei deswegen abbrechen. Ich liebe sowas eigentlich. Aber das war, irgendwann wurde es ungemütlich. Und ich war innerlich auch froh, dass er irgendwann sagte, wir können nicht weitermachen, weil das Wetter lässt es nicht zu. Wieso mussten wir aufhören? Der Wind ist heute so stark, dass wir nicht bis zu den untersten Bänken hinuntergehen können. Dort, wo du gestanden hast, hätte es trocken sein müssen und überhaupt kein Wasser sein dürfen. Für heute können die drei hier nichts mehr machen. Die übrigen Austernsäcke müssen sie wieder mitnehmen. Auch aus der neuen Ernte wird nichts. Aber diese Abhängigkeit von Wetter, diese Abhängigkeit von der Saison, dass du da halt manchmal tagelang nichts machen kannst, das hat ja auch Auswirkungen auf das, was du verdienst. Die Abhängigkeit vom Wetter und die damit verbundene Unsicherheit sind für Austernfischer wie Sean Alltag. Deshalb hat Sean ein zweites Standbein. Und dort darf Haro sich jetzt aufwärmen. In Seans selbstgebautem Mobile Home. Das steht auf dem Campingplatz neben seiner Farm. Und er vermietet es an Touristen. Ich mache den Job jetzt seit fast 30 Jahren. Es ist ein körperlich anstrengender Job. Nach 30 Jahren denke ich, dass es vielleicht an der Zeit ist, sich nach etwas anderem umzusehen. Ich werde es wahrscheinlich nie ganz aufgeben, aber nicht mehr auf kommerzieller Ebene. Wenn Sean jeden Tag mit Austern zu tun hat, wie oft isst er denn eigentlich selbst welche? Ja, ab und zu esse ich sie. Aber es ist nicht so viel, wie man denken würde. Ich besitze eine Austernzucht. Ich kann sie jederzeit bekommen. Naja, man kann ja auch nicht jeden Tag dasselbe essen, egal wie luxuriös oder lecker. Zurück an die Arbeit. Denn auf dem Hof warten bereits die geernteten Austern darauf, dass Sean und Haro sie verkaufsfertig machen. Das passiert allerdings nicht per Hand, sondern per Hochdruckreiniger. Für Haro eine der einfacheren Aufgaben an diesem Tag. Wow, die wechseln sofort ihre Farbe. 2000 Austern muss Haro jetzt erst vom gröbsten Dreck befreien, bevor sie in die eigentliche Reinigungsanlage gebracht werden. Der Wert der Edelmuscheln gut 1700 Euro. Eine Menge Geld, die hier einfach so auf dem Boden liegt. Im letzten Schritt kommen die Austern jetzt in steriles Meerwasser. Dadurch werden die Austern von allen Bakterien und Zellen befreit. In dieser Zeit des Jahres liegen sie eine Woche lang hier drin und reinigen sich selbst. Sozusagen Detox für die Muscheln. Denn Muscheln filtern das Wasser und gelangen so an ihre Nahrung, sammeln dabei aber auch Schadstoffe. Die Reinigungsanlage hat Sean selbst gebaut, wie fast alles auf der Farm. Wir legen sie mit der gewölbten Seite nach unten rein,
damit sie ihre Flüssigkeit behalten und nicht austrocknen. Auch wenn Harun nicht so schnell war wie ein routinierter Austernfischer, hat er den ersten Tag laut Sean gut gemeistert. Morgen muss er seine Ausbeute verkaufen. Das müsste Haro doch eigentlich liegen. Der nächste Morgen. Wir sind in Birkenhead, einem Vorort von Liverpool. In diesem Laden kaufen Kunden täglich 60 bis 70 von Seans Austern, pro Woche bis zu 500 Stück. Simon ist Haros heutiger Boss. Er betreibt den Laden bereits in der vierten Generation und ist vor kurzem vom lokalen Markt in die Innenstadt gezogen. Haros Ziel für heute? So viele Austern wie möglich an den Mann bringen. Los geht's mit einer Einführung ins Austernknacken. Hast du jemals eine Auster geöffnet? Nein. Soll ich's dir zeigen? Ja, bitte. Das richtige Werkzeug ist das A und O beim Austernknacken, und zwar ein Messer mit kurzer, stabiler Klinge, die nicht abbricht. Du legst die Auster flach auf das Brett, schiebst das Messer hinein, legst die Hand oben drauf, hältst sie fest und wackelst ein wenig hin und her. Das ging schnell. Wir verkaufen viele davon, wir sind es gewohnt. Bevor Haro ran darf, erst mal ein kurzer Geschmackstest. Wonach schmecken die Meeresdelikatessen? Erstes Mal, Freunde. Frisch, sehr frisch. Das ging ja fix. Ist gut. Auch für unseren Redakteur Alessandro ist es die erste Auster. Genug geschlürft, jetzt muss Haro ran. Ein geübter Austernknacker schafft 10 bis 12 Stück pro Minute. Ob Haro das genauso schnell hinbekommt? Ich bin nervös. Pass nur auf deine Hände auf. Messer ansetzen, aufdrehen und fertig. Hey, ich bin gar nicht so schlecht. Ja, du machst das gut. 5 Austern hat Haro in 2 Minuten geöffnet. Läuft. Doch jetzt kommt die eigentliche Challenge. Denn Haro muss die Austern verkaufen. Und ich hatte gehofft, dass ich dieses wenige, aber gewinnbringend an den Mann bringe. 1,10 Pfund verlangt Simon pro Auster. Wie viel Umsatz ihm Haro wohl einbringt? Wow. Noch hat Haro keinen Erfolg. Aber bisher hat er ja auch erst 2 Kunden gefragt. Vielleicht hat er auf der Straße ja mehr Glück. Hallo. Gibst du mal so ein paar Häppchen raus, um die Leute so anzuteasen und oh ja, das ist cool. Ja, dann nehme ich, die schmecken gut, Haro. So, dann nehme ich ja gleich mal eine Kiste mit oder so. War ja nicht so. Die haben halt alle einfach nur geschmarotzt. Die haben alle an mir schmarotzt. Ja, schnell weg gingen sie ja, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Hier so, einer hat sogar 2 inhaliert. Aber kaufen wollte noch keiner was. Naja, schauen wir mal. Haros Einnahmen bis jetzt? 0 Pfund. Aber aller Anfang ist ja bekanntlich schwer. Deswegen Zeit für eine zweite Chance. Ob's diesmal besser läuft? Scheint so, als ob Haros Pechsträhne anhält. So wird das jedenfalls nichts. Haro ändert seine Strategie. Sein neuer Plan? Den Kunden die Austern direkt hinterm Tresen anbieten. Ob er so mehr Käufer anlockt? Magst du auch ein paar Austern? Ich bin nur wegen ihnen hier. Die sind wirklich gut. Ja. Na endlich. Haros Plan geht auf und er verkauft seine erste Auster. Aber eine allein bringt ihm natürlich nichts. Zur Erinnerung, Simon verkauft mindestens 400 bis 500 Stück pro Woche. Zu besonderen Anlässen wie Weihnachten oder Silvester gerne noch mehr. Da hat Haro mit 10 verschenkten und einer verkauften Auster ein fettes Minusgeschäft gemacht. Was ist los, Haro? Yes. Also ich habe nicht so viele verkauft. Was sagst du dazu? Wie ist das Feedback für meinen ersten und letzten Tag? Du hast es versucht. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich aus meinen Fehlern lernen würde. Ich würde vielleicht irgendwie so einen kleinen Austernstand machen, wo ich den Leuten dann vielleicht dieses Häppchen anbiete. Ob ich da mehr verkauft hätte? Vielleicht.